schon mit Sicherheit drei Folgen jetzt gemacht und da ist aber irgendwas schief gegangen mit der Stimme und dem Ton. Ich weiß nicht warum. Jetzt scheint es zu funktionieren. Und ja, was haben wir in den Folgen gemacht? Also wir waren dort hinten und haben die Festung uns angeguckt, was natürlich jetzt keine Festung mehr ist. Da fehlt oben der komplette Teil, der letztens da stand. Der ist einfach verschwunden. Dann ist dort hinten ein Brunnen mit Bäumen. Ja, in der Stadt hat sich nichts verändert. Ja, die Brücke, die ist kaputt. Keine Ahnung. Da hinten entwickelt sich scheinbar irgendwie eine Festung. Ich kann es euch nicht sagen. Ich traue mir dort einfach nicht hin, weil mir ging es dann nach richtig mies. Und ja. Was machen wir jetzt? Wir wollten unseren Spawnpunkt hier hinten bauen. Den habe ich angefangen, habe damit die Insel abgetragen. Und dann gab es ein Erdbeben. Und ja, das hier ist da, ist daraus entstanden. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist eine übelst große Halle, sage ich jetzt mal hier unten. Ich habe noch nie nachgeguckt. Ich war erstmal jetzt komplett erschrocken und ja. Ist komisch. Ja, was haben wir dann noch festgestellt? Dass unsere Waffen komplett neu sind. Ich weiß auch nicht warum. Wir eine komplette neue Rüstung haben, bis auf den Helm, dass ich einen neuen Skin habe, den ich euch jetzt mal zeigen kann. Ja, ich weiß leider nicht warum und weshalb. Dann waren wir auf Eisensuche und Materialsuche für den Spawn. Haben zwei Fäden noch geschnappt, um dann irgendwann mal ein Pfeil zu bauen. Und ja, ich kann es euch leider wirklich nicht sagen, was das hier ist. Und ich denke mal, wir gehen einfach mal runter und gucken nach, was hier los ist. Ach, ich dachte, ich kann hier rein. Oh. Das ist schwierig. Hier komme ich nicht rein. Gibt es hier einen Eingang? Das. Hier komme ich auch nie rein. Was ist denn das hier? Oh, hier. Oh, das geht auch schwer. Okay, also hier ist irgendwie eine unsichtbare Wand drüber, die ich hier. Das ist eigenartig. Also, ich weiß es selber nicht. Oh, ich habe natürlich vergessen, die Uhr anzustarten. Das ist mal wieder schön. Aber das ist egal. So, ja, dort hinten ist halt nur die Festung. Und wir versuchen uns einfach mal hier reinzubuddeln, hä? Würde ich jetzt mal sagen. Nehmen wir mal die Spitzhacke. Oh. Ne, hier nicht gerade. Hier ist Lava. Oh je. Das wäre nicht so schön. Versuchen wir mal hier. Okay. Oh Gott. Oh, das war knapp. Ach, das ist Glas. Naja, gut, dann geht's. Oh, jetzt. Und rein. Oh, rein. Ja. Oh. Eine riesengroße Festung. So kriege ich das jetzt erstmal wieder zu hier. Was war das denn? Oh je. So, jetzt haben wir also zu. Was ist denn hier jetzt? Nix. Das ist aber genial. Das könnte man als Tempel schon nehmen. Noch ein bisschen umgestalten und dann hat man Tempel. Da müssen wir die Brücke noch mal anders bauen. Aber das sehe ich nicht als Problem. Sieht schon gut aus. Da könnten wir das als Spawn-Tempel nehmen. Noch ein paar Kisten. Und ja, das wäre schon nicht schlecht. Aber hier geht's doch nicht weiter. Uiuiui. Hallo. So, jetzt habe ich mich hier rausgebaut. Den Block kann ich ja wieder abbauen. Und dann hier hoch. Wo bin ich denn jetzt? Oh!
wie soll ich jetzt hier rauskommen? Hallo? Bett? Kann ich erstmal schlafen? Aha, ich hatte also vergessen, die Augen zu machen. Okay, na gut, dann buddeln wir uns jetzt hier oben wieder raus. So. Geht jetzt hier hoch. Gut, das sind also die Wächter der Insel. Die Wächter der Stadt. Okay, und ich darf die Insel aufbauen, so wie ich mag. Ich soll darauf achten, dass ich dort nicht hingehe. Das wäre mein sicherer Tod. Okay. Ja, aber dann werden die mich auf jeden Fall holen, wenn die mich brauchen. Wozu brauchen die mich? Ich dachte, das sind Wächter. Eigenartig und ein bisschen bubsch. Na gut, ja, wie wollen wir es nun machen? Wollen wir jetzt hier noch ein Häuschen und eine Treppe hochbauen und die dann zur hochführt? Oder wollen wir die Brücke anders bauen? Ich würde das wahrscheinlich gerne als Spawn-Tempel nehmen hier unten. So, hier geht's. Ja, Gott sei Dank geht's jetzt nicht weiter hier. Okay, dann nehmen wir das aus hier unten als Tempel. Würde ich gleich so lassen, würde sieht gut aus. Und na gut, man könnte ja die Brücke hier runterbauen. Habe ich das Holz da? Eine Treppe. Wir können uns erstmal hochbauen und eventuell haben wir. Nein! Ich dachte, ich schaff's. Das schaff ich. Ja. So, was haben wir denn jetzt eigentlich an Material hier? Steinziegel, Bruchstein, Steinziegel, Torin. Wie viel? Erstmal ein bisschen umstapeln hier. Granit haben wir da. Wow, 4 Sächer Stack. Da lässt sich doch was anfangen. Okay, wie kommt das Zeug hier alles rein? Sagen wir erstmal ein bisschen ausräumen hier. Ja, wir haben ja das Eisen, ne? Da können wir uns jetzt mal schnell einen Hut zaubern. Hut. Besser gesagt, ein Helm. Ja, ich habe einen neuen Erfolg, das ist schön. So, jetzt haben wir einen Helm. Okay. So, was auch immer brauchen wir jetzt nicht. Fackeln. Habe ich keine einstecken. Jetzt haben wir Fackeln. So, können wir den jetzt gleich so polieren? Okay, da haben wir jetzt einen 64er Stack davon. So, das Ding wieder ab. Und da würde ich jetzt einfach so sagen, dann machen wir hier einfach einen. Bauen wir jetzt hier einen Turm hin. Wo wir dann hier runter können. Ja, ist die gleich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da gibt es auf jeden Fall Mittelpunkt. 3 und 3. Holz. So, da wäre das der Mittelpunkt. Ziehen wir uns erstmal hier rüber. Das wäre der Mittelpunkt. Machen wir hier noch. So. Machen den so. Dann können wir die Brücke dann einfach an den Turm anschließen. Ist das polierter Granit? Jawohl. So, wie setzt man den Turm? Nein! Oh, Hilfe! Na ja, gut, da haben wir wenigstens, oh, sag mal, noch ein frisches Bad genommen. So, wenn wir hier die Treppe nach oben bauen, da fehlt uns Holz. Das war ja klar. Na gut, dann bauen wir uns halt nochmal hoch.
Nehmen wir die Steinziegel als Treppen. So, ja, neues Rezept, wie schön. Ich habe ein neues Rezept. Oh, au. Was mache ich denn hier? So, wir hatten gesagt, der Turm, nee, der Turm nicht, sondern der Turm soll stehen bleiben. So, dann tun wir den gleich. Habe ich jetzt noch ein paar 4 Steinziegel, da hätte ich gleich mehr mitbringen können. So, kriegt man den hoch? Ja, kriegt man hoch. So, dann tun wir jetzt die Wendeltreppe erstmal setzen. So, am besten hier. Nee, dort. Oh, ey, Junge. Dahin. Hier oben hin, genau. So, und jetzt müssten wir rein theoretisch nochmal. Huch, die Fackel. Die bleiben hier. So, jetzt bütteln wir uns nochmal hier hoch. Wieder was vergessen. Ein Kupp wie Siepe. Wo haben wir jetzt noch? Ja. Ziegelstein. Hammer, da machen wir uns jetzt Slabs draus. War die so? Nee, so. Ja, so. Wow, wieder ein neues Rezept. Hey, ich krieg hier Haufen neuer Rezepte. Hey, könnt ihr euch das vorstellen? Gut, ihr seht's ja. So, rein. So. Okay. So, dann machen wir das nämlich so. So. Und dann haben wir hier schon kleine Treppe. Aua. Ist das jetzt schon die Höhe? Ich denke. Kommen wir jetzt hier auch durch? Nee. Hä? Also müssen wir noch eine Höhe gehen. Na, dann setzen wir halt hier. Genau, so hätte ich es gemacht. haben wir jetzt noch einen Stein, ja. So. Gut. Jetzt sind wir da. Auf der Höhe. Ja. Aber kommen wir jetzt hier durch, ja. Okay, dann tun wir das jetzt erstmal so. Theoretisch und auch hier ankommen. Wir sind zu hoch. Na gut, das ist ja nicht so wild, wenn mal Stücke zu hoch sind. Ne, wir sind genau richtig. Das sah komisch aus jetzt, wie so ein. So, okay, das wäre jetzt der Weg. Dann können wir jetzt hier rein theoretisch zumachen. Hier nicht, aber rein theoretisch. Hier wieder nicht. So, so, so. Du kommst auch weg. So. Okay, ja, das wäre jetzt der Weg, der jetzt hier rüber führt. Eichenstämme hat man nicht mehr. Jetzt gehen wir erstmal nochmal schlafen. Ja, und dann tun wir jetzt mal. Achso, gucken, ob wir Eichenstämme da haben. Nee. Birken haben wir da. Nee, das passt nicht. Wenn, dann müssen wir die ja als, weiter als Eiche bauen. So, okay, da haben wir jetzt also die Treppe Wendel. Und jetzt tun wir den polierten Granit nehmen und versuchen uns mal hier ein bisschen einen Turm zu bauen.
uns jetzt gleich hier weiter runterbauen und hier die Treppe weiterführen, hier runter zu. Rein theoretisch. Genau hier ist die blöde. Genau hier ist die Lava. Ja, das ist ja mal cool. So, dann machen wir das jetzt so. Der, das sieht ja alles aus. Alles weg. Das passt nicht. Okay, da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Ich lasse jetzt erstmal die Treppe hier da, dass wir hier wenigstens hoch und runter können. Da lassen wir uns noch was einfallen und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.